Ein Spiel, in dem man es braucht. Meine Leiter. Leitern erinnern mich immer an meinen unglaublichen Fund von Abfall. Und da in der Nähe war auch eine Leiter. Und ich weiß auch nicht, was, wie ich das verbinde. Wurfmesser. Oh, Gott sei Dank habe ich mir den nicht gekauft, sonst hätte ich mich jetzt so geärgert. Ja, los, hier kommen. Kann ich auch irgendwie schneller runter? Kreis? Nee. Egal. Lalalala. Alles klar, dann können wir jetzt weiter. Gott sei Dank bin ich gestorben, weil, sonst hätte ich das hier nicht gefunden. Und das heißt, ich hätte auch keine Munition für meine Armbrust. Also Munition, sagt man früher, hat man früher schon Munition gesagt? Egal. Egal, egal. Ich weiß, dass beim Rasten die Feinde wiederkommen. Aber mein Estus Flakon wird dann aufgefüllt. Oder auch nicht. Dachte immer. Oder nur, wenn man stirbt. Naja, egal. So, passt schon. Tut mir echt leid, dass ich die ganze Zeit nicht rede, wenn ich kämpfe, aber ich muss mich echt konzentrieren. Das ist nicht so einfach. Langsam verstehe ich auch, warum man sagt, eines der schwersten Spiele. Kann ich zu gut verstehen. Aber auch eines der besten Spiele, wie ich bisher finde. Na gut, ich bin noch nicht sonderlich weit gekommen, aber bis jetzt ist nicht schlecht, nicht schlecht. Also vielleicht nicht für jeden was, wer nur so COD und sonst was spielt, der wird hier keine Freude dran haben. Garantiert nicht. Aber vor allem die, die Rollenspiele gerne spielen, ich glaube, diese sollten sich das schon kaufen. Ist zwar noch ein bisschen teuer jetzt, aber hat sich gelohnt, bei mir zumindest. Und voll mit Einbrüchern. Genau, die war verschlossen. Tja, und dieses Mal habe ich die Macht des Wissens. Das heißt, ich gehe da nicht mehr runter. Und ich nehme mal die Armbrust. Oh Mann, oh, Schuss verschwendet. Das waren 30 Seelen, die ich gerade verschwendet habe. Oh, du Drecksau, heilt sich erstmal, klar. Nein, 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 nein. Oh. Also hier mit den Schild, die regen einen schon ziemlich auf.
Ah, toll, das wäre ja gleich keine Heilung mehr. Perfekt. Selbst Brandbomben bringen nichts gegen die. Oh, scheiße, das war schlecht von mir. Wie trifft der mich denn, wenn ich die ganze Zeit blocke? Ey, keine Chance, ey. Das gibt es nicht. Alter, ist das irgendwie ein Bug oder was? Oder warum ist das Fuckding so gut? Wegen einem Scheißgegner. Wegen einem Scheißgegner. Na gut, wenigstens bin ich jetzt wieder hier. Na klar, ja, 5 erstes Flakon, wieso auch nicht? Sonst habe ich immer 10 gehabt, aber 5 reichen ja. Ist ja nicht schwer, ist ja nicht so, als wäre es schwer oder so. Ja, natürlich. Okay, komm, komm, komm. Ey, komm, wir können es doch irgendwie einigen. Da ich sowieso noch keinen getötet habe, kurz rasten. So. Ey, er greift auch nicht an. Er ist so lahmarschig. Ich komme nicht voran. Na gut, doch ein bisschen was habe ich ja schon rausgefunden. Zum Beispiel, dass ich diese Typen mit scheiß Schild nicht mag. Klar, jetzt zündet erstmal eine scheiß Bombe. Ja, na klar. Komm mal, ich lebe noch. Yeah. Puh, war das knapp. Also das war wirklich ganz, ganz an der Grenze. Da freut man sich umso mehr, dass man es geschafft hat. Ja. Hier gab's ja die. Höhenkriegerrüstung braucht kein Mensch, aber egal. Das hier brauchen wir auf jeden Fall. Unsere Leiche. Ob ich da einfach durchlaufen kann? Es ist so jämmerlich, dass sie sich heilen können. Es ist so jämmerlich. Okay, machen wir erstmal diese nervige Dings hier weg. So.
Gut, ich weiß auch nicht, was ich jetzt noch sagen soll. Das ist ja immer das Gleiche. Ich komme ja nicht vorwärts. Ja, klar, Alter. Ja, klar, ey. Oh, jetzt kommt wieder der mit seinem blöden Speer, ne? Na los, komm her. Schlag einmal kräftig zu. Der rollt sich auch langsam. Und scheiße aussehen tut's auch. Ja, komm. Ja! Dreckiger, Alter. Ja, Mann. So eine Missgeburt. Mann. So, was kommt jetzt? Wahrscheinlich kommt jetzt gleich irgendwie noch irgendein super Ding, was mich fertig macht. Irgend so ein ganz cooles Ding. Ah ja, genau, gleich kommt ja der Nebel. Der Nebel. Ich will gar nicht wissen, was hinter diesem Nebel ist. Es geht los, ich reg mich jetzt schon auf, ey. Im wievielten Part? Ich habe keine Ahnung. Das merke ich dann nachher, wenn ich das zusammenschneide. Ah. Ich habe Angst, da durchzugehen. Vorher mache ich noch mal ein bisschen was an meiner Ausrüstung. Und zwar kommt das erstmal weg. Und das hier. Weil ich doch ziemlich langsam bin. Ich habe echt nur noch ein erstes Flakon. Wird als Projektilwaffe verwendet. Es wäre von Vorteil, wenn ich wüsste, was eine Projektilwaffe ist. Und ist mein Headset an? Ja. Wenn nicht, ich hätte mich so aufgeregt. Heimkehrknochen. Kehrt zum Leuchtfeld als Drass zurück. Als ob ich sterbe? Vergiss es. Geborstener roter Augapfel. Invasion einer anderen Welt? Egal. Oh, wir sind gleich viel schneller. Ist das schön. Und wenn ich das jetzt vielleicht noch wegschicke, sind wir eigentlich noch schneller? Nee. Ich weiß, dass es in Demon's Souls 1, wollte ich gerade sagen, in Demon's Souls 1 ist klar, dass es in Demon's Souls eine Stelle gab, da war man auf einer Mauer und auf einmal kam so ein verkackter Drache angelaufen, beziehungsweise angeflogen, und weiß nicht, das fände ich nicht so cool, wenn das hier genauso wäre, vor allem weil wir vor 2 oder 3 Parts schon einen gesehen haben, Drachen. Was machst du? Du backst ein bisschen, genau. Höhlensoldat Helm. Brauchen wir auch nicht. Oh, ich hätte es auch zu schön gefunden, wenn hier ein Leuchtfeuer gewesen wäre. Aber nein, nein. So fair ist das Spiel nicht. Wenn irgendwer weiß, wann ich wieder menschlich werde, schreibt es in die Kommentare.